BVB gegen die Bayern, alles zum Topspiel. Come on. Bekessem, euer Liga Insider Popcorn-Match steht an. Borussia Dortmund empfängt die Bayern. Und ich habe mir das mal unter der Parole angeboten. Wie kann denn Borussia Dortmund den großen FC Bayern schlagen? Da habe ich ein paar ganz gute Sachen, ganz gute Findings rausgefunden. Und damit würde ich sagen, lasst gerne Liebe da, Like, Abo. Und damit gehen wir mal rein in den Topspiel-Check. Topspiel-Check. So, wir starten mal. Ich lasse mal hier die Position gegen Position, die Mannschaftsteile gegeneinander antreten. Und da suche ich mir immer mal den Besten raus. Und im Tor, da gibt es nur einen. Das ist Gregor Kobel auf BVB-Seite und Manuel Neuer natürlich auf der Bayern-Seite. Unsere Durchschnittsnote ist dieselbe bei beiden mit der Note 3,6. Ja, gar nicht mal so hoch. Hohe Chance vereitelt, ja, ist ein Bereich, wo Kobel ganz gut ist. Da ist er die 8 der Liga, hat er die Hälfte der Großchance vereitelt. Das ist ein ordentlicher Wert. Neuer, muss man dazu sagen, profitiert natürlich von dem Top-Team-Bonus, den die Bayern natürlich haben. Die Bayern, ich sag mal, was die Abwehrreihe angeht, da sind sie auch gerade ein bisschen eingespielter und das siehst du dann auch in dem Output, da sind sie auch konstanter. BVB hat da doch schon viele Verletzungen oder auch mal eine Karte drin gehabt. Von daher sind die da entsprechend nicht so eingespielt. Davon profitiert Manuel Neuer mit jetzt 6 weißen Westen und die letzten 5 Spiele in der Liga ohne Gegentor. Wettbewerbsübergreifend sogar 7 Stück. Und deswegen geht hier der Punkt an Manu. So, die Verteidigung. Ja, da sind die beiden stärksten für mich. Nico Schlotterbeck auf BVB-Seite und Min Jae Kim für die Bayern. Schlotterbeck nach vorne verteidigen, das gefällt mir gut bei ihm. Er ist auch der beste Luftkämpfer tatsächlich. Auch das ist ein sehr guter Stat. 81% der Duelle räumt er da weg und spielt da einen richtigen sauberen Stiefel. Und im Spielaufbau gefällt er mir auch richtig gut. Da ist er nämlich die 4 der Liga, spielt die 4meisten Pässe innerhalb der eigenen 60 Meter. Das ist auch da ein sehr, sehr guter Wert. Und auch die Passquote, auch die ist à la Bonheur, ist richtig gut da. 90% liegt er ein bisschen drüber. Und ja, das sind sehr gute Werte für ihn. So, Mr. Spielaufbau der Bundesliga, das ist Min Jae Kim, ja. Die Bayern-Dominanz drückt sich natürlich auch über diesen Wert aus, das ist so. Und was genauso stark ist, ist dann auch noch die Passschärfe. Auch da ist Min Jae Kim ganz oben mit dabei. Also overall da sogar die 6 der Liga. Spielt fast 93% cleane Pässe. Phänomenaler Wert, unfassbar. Und dazu gestern noch Momentum, hat er auch noch eingefahren mit dem Siegtor gegen Parigi. Auch das haben wir notiert. So, ich sehe hier den Punkt tatsächlich ganz knapp, aber auch den schicke ich nach München. So, Mittelfeld und Sturm. Die Kollegen vom Fernschuss-Podcast würden wahrscheinlich sagen, skip. Wir gehen trotzdem mal rein. Ich habe hier Julian Brandt gegen Jamal Musiala. Kreierte Großchancen ist Brandt die 4 der Bundesliga. Da hat er mehr kreiert als Jamal. Also das ist auch outstanding. Deswegen, ich finde das hier richtig geil. Deswegen muss ich das anbringen. Und Torschussvorlagen 2,42 im Schnitt. Auch das ist ein absoluter Top-Wert. Gefällt mir richtig gut. Jamal, unstoppable. Dribblings ist er besser. Schüsse aufs Tor tatsächlich mit dem besten Wert der Liga. Das ist krass. Und ballert da über 3-mal im Schnitt auf den Kasten. Brandt ist immerhin jetzt mit seinem ersten Bundesliga-Treffer. Den hat er geschossen am Wochenende gegen die Freiburger. Jamal hat da schon für 5 Treffer gesorgt. Deswegen auch hier Punkt nach München. Und Gerassi gegen Kane. Das ist unfair. Gerassi natürlich viele Spiele verpasst. Und Kane alles durchgezockt bisher. 14 Bundesliga-Treffer. Ja, in 11 Spielen führt damit auch die Bundesliga an. Gerade Gerassi 6 Tore bei 8 Spielen. Auch das ist Elite. Und ja, 3 Assists auch noch. Kane sogar 7 Assists. Auch der Punkt geht nach München. So, dann finde ich immer nochmal wichtig, auf die Teams zu schauen, auf die Team-Stats. Und da habe ich mir ein paar Key-Stats mal rausgesucht. Wir fangen mal an mit dem Heimspiel für die Dortmunder, deswegen natürlich auch mit dem Heimteam. Ballbesitz, ja, BVB dominiert hier in dem Segment tatsächlich mit 60%. Ist da Platz 2, also ja, Tick schlechter, aber die sind da oben mit dabei und ja, haben da ganz gute Ballbesitz, Staffetten und Spiel aufziehen. Gerade zu Hause läuft das sehr gut und das dann in Tore ummünzen, das ist natürlich die Kunst und das schaffen sie auch, ja. Sonst bringt dir der Ballbesitz ja auch herzlich wenig, ja. Wir haben die Tore und die Großchance, die habe ich mal mitgebracht. 32, auch da liegen sie auf Platz 2. Auch das ist ein sehr starker Wert. BVB schafft das da, sich viele Dinger herauszuspielen. Auch hier auffällig eher zu Hause der Fall. Da sind sie auch die absolute Heimfestung mit 6 Spielen, 6 Siege, 18 zu 6 Tore. Also das ist mächtig. Und jetzt, ja,
jetzt gehe ich hier nochmal ein bisschen weiter, ein bisschen deeper rein. Advanced Stat, ja, Tore nach Kontern, auch da sind sie richtig gut mit 4 Treffern. Da ist man nämlich die 2 der Liga und da sehe ich auch direkt mal einen Shot gegen die Bayern, dazu gleich mehr. Und dann sind sie die Pressing-Prinzen, so habe ich sie hier mal genannt. Auch da zweitbestes Team im Bereich PPDA, Pass Pro Defensive Action, also wie viel Pässe lassen sie den Gegner spielen, ehe sie zuschnappen. Und genau, da sind sie auf Platz 2. 10,3 Pässe lassen sie da den Gegner den Ball. 10,3 Pässe lassen sie ja den Gegner die Pässe anbringen. Und dann, ja, greifen sie zu. Das ist ein Improvement zur letzten Saison. Also hier hat Sahin auf jeden Fall schon mal für eine Verbesserung gesorgt. Richtig starker Wert da. So, wir gehen mal zum Tabellenführer. Die Bayern nicht umsonst da. Top of the Charts und auch in den Stats overall. Da sind sie auch fast überall die 1. Ich bringe ja trotzdem mal ein paar zentrale Werte an. Ballbesitz mittlerweile 66%. Auch das leveln sie gerade von Spiel zu Spiel hoch. Das ist unfassbar. Tore mit 36, sogar mehr als Tore und Großchancen BVB kumuliert. Auch das ist ein unfassbarer Wert. Schnittstellenpässe, das ist für mich die Definition eines Top-Teams. Da spielen sie mit 37 Ligaweit die meisten. Auch das ist top. Und PPDA, auch dann sind sie mega gut. 8,08 habe ich mal aufgerundet, hier auf 8,1. Pässe lässt man den Gegner spielen, ehe man da auch für den Zugriff sorgt. So, was bringen dir jetzt die Stats? Das zeige ich euch. Und zwar haben wir ja das Datengold-Format und da schaue ich immer, welcher Stat passt gegen welches Team ganz gut. Und wir haben es eben gehört, Tore nach Kontern ist die BVB nämlich die 2. Das ist ein richtig guter Wert. Das wissen wir spätestens, wenn wir uns mal die Bayern angucken, wie sie das verteidigen. Lassen die 6 meisten Kontertore zu. Also für den BVB heißt das hier pressen. Das können sie. Haben wir PPDA, haben wir gehört. Sind sie die Pressing-Prinzen und sind sie Zweiter da. Und wenn die Bayern mal schlampig da spielen, dann können sie gut umschalten und für einen guten Konter sorgen. Da sehe ich gerade Malen und Gittens, die schnellen Außen. Und dann vorne auf den Kontermann die Dinger servieren. Das ist der Specialist Serhu für die Dortmunder. Also Konter-Attack auf jeden Fall eine Waffe für die Dortmunder. Und Serhu hat sich auch noch rechtzeitig hier fit gemeldet für das Zagreb-Duell. Also ich habe hier nochmal Zagreb, Zagrab. Also vielleicht kann er da das Grab schaufeln für die Bayern, das Kontergrab. Und genau, Konter auf jeden Fall mal ein Element, was wir hier mal zentral notieren für die Dortmunder. Gerade wenn sie nicht im Ballbesitz sind und da agieren, dann über die Umschaltbewegung können sie da zum Erfolg kommen. So, und dann habe ich mir die Dortmunder angeguckt mit Ballbesitz. Ja, ja, die verfügen über ganz viele Tempo-Dribbler da. Und besonders habe ich da die rote Zone auch im Blick. Dribblingsrote Zone. Da ist, BVB hat da die drittmeisten erfolgreich erzielt. Also richtig guter Wert da. Und hier ist ein kombinierter Stat. Ich habe mir nämlich mal angeguckt, wo Bayern denn nicht so gut ist. Das sind die Fehler tatsächlich. Also Fehler, die dann zu Gegentoren führen. Deswegen ist das hier ein kombinierter Stat. Wir haben Dribblingsrote Zone und Fehler, die zu Gegentoren führen. Also was muss der BVB hier machen? Über den Dribblings dann halt den die FC Bayern halt zu Fehlern führen. Das ist hier quasi das Meisterstück, was sie dann im Spiel versuchen müssen. Und da können sie halt zum Erfolg kommen. Das ist ein Element, wo die Dortmunder im Ballbesitz dann halt mal ran müssen. Da sehe ich den Speedster Gittens auf jeden Fall mal vorne weg. Das ist nämlich hier der, hat die zweitmeisten Dribblingsrote Zone, ist da am zweiterfolgreichsten, der Mann. Also habe ich hier Konter als ein Element, das ist auf jeden Fall wichtig. Und gerade Dribblingsrote Zone, auch das ist ein Element, wo Dortmund gut zuschlagen kann. So, was machen die Bayern noch? Genau, die pressen früh, auch das erinnern wir uns mal gegen die Katalanen Barcelona. Da haben auch zwei Pressing-Maschinen gegeneinander gespielt. Wie hat Barca das gemacht? Sie haben das Pressing der Bayern schnell mal überspielt, ausgespielt, ja. Und dann haben sie letztendlich haben sie die Bayern dann auch geschlachtet. Also, das ist auch ein guter Wert hier. Also, ich habe hier nochmal die beiden PPDA-Werte. Die 2 gegen die 1 der Liga. Ja, tatsächlich Pressing umspielen. Über Anton, über Schlotterbeck, das sind passsichere Jungs. Ich habe es mal Schrankwand mit Benze genannt. Auch das ist ein sehr guter Mann da. Kommt auch gerade wieder in seinen Gladbach-Modus. Und das muss assistiert werden über die defensive Mittelfeldzentrale. Und da kommt einer auch gerade richtig auf. Das ist der Pogba von Fadi. Matcher, ja, ja. Der kommt hier so richtig in seine, ja, in seine Superform gerade wieder. Richtig Gänsehaut, wenn ich mir den Jubel angucke gegen Freiburg. So, und da ist auch eine Chance der Dortmunder, sich darüber Dreiecke aufzubauen und dann mal fix durchzukombinieren. Und das ist schwer, gerade gegen die Bayern, die da auch sehr kompakt und sehr passsicher stehen und auch, wie gesagt, da über gutes PPDA-Passing da auch verfügen. Ja,
Aber das ist, wie gesagt, auch PPDA ist ein Risikostat und darüber kann quasi auch Dortmund dann eine Schwäche der Bayern generieren. So, ich habe das Matchday-Briefing nochmal mitgebracht aus der Dauerkarte, zumindest ein Schnipsel. Das ist quasi die Startseite. Und die Gewinnchance, habe ich mir mal angeguckt, liegt gar nicht so weit auseinander. Bayern hier mit 45%. Was ich ganz geil fand, Ergebnisse, ähnliche Gegner. Und da sehen wir mal, Dortmund ist battle-tested. Das ist so. Zu Hause gegen Frankfurt dürfen wir nicht vergessen, erster Spieltag. Da haben sie das richtig gut gemacht. Haben sie 2-0 die Frankfurter nach Hause geschickt. Gittens 1-0, Dribbling, rote Zone. Da ist es wieder. Darüber fiel das 1-0. Und 2-0 war, auch da greift er, das Element Konter. Konter nach einer Ecke. Das 2-0 von Gittens über einen Konter. Also das ist richtig gut. Die Elemente sehen wir da auch beide schon wieder bestätigt. So, XGs habe ich mir auch angeguckt. Auch das sehr eng beieinander. 1,44 pro Dortmund und 1,78 für den FCB. Dortmund hat die Bayern im letzten Aufeinandertreffen. Haben sie die geschlagen? 30.03. In der Liga, so war es. In München, in der Allianz Arena, 2-0 entführt da. Sieg über die Tore von Adeyemi und Riasson. Das war richtig gut. Und das habe ich mir realtaktisch schon mal angeschaut. Und da sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Also, Bayern hatte eine offensive Grundhaltung. Mehr Ballbesitz, 59% da und eine breitere Spielanlage. Also sie haben das Spiel sehr breit angelegt und haben dann die Außen auch sehr weit nach vorne geschoben. Das fand ich fast schon zu offensiv, weil sowohl Kimmich als Rechtsverteidiger als auch Davis, die waren in ihrer Durchschnittsposition, waren die im quasi Feld der Dortmunder. Also es war so weit offensiv. Das war sehr extrem. So ein Dier und De Ligt waren dann die einzigen Absicherungen, die die Bayern dann hatten. Also sehr, sehr, sehr offensiv. Und können wir auch vorstellen, dass die Bayern wieder so zu Werke gehen jetzt am Wochenende. Und die Tore sind dann wie gefallen. Das 1-0 war ein Fehlpass von Müller. Auch da Umschaltbewegung. Brandt, Can, Füllkrug. Spielt nochmal auf Brandt und dann auf Adeyemi. Also hier auch die Konterbewegung ist auf jeden Fall hier auch in Play. Und beim 2-0 Bayern einfach zu passiv gewesen. Bayern hat BVB sich da einfach nur durchkombiniert. So, ich würde es nochmal so zusammenfassen für den BVB. Wir haben die Heimfestung. 6 Spiele, 6 Siege. Also die gelbe Wand steht aktuell und hat hier kein Bundesligist bisher was geholt. Richtig stark. Ich habe die Dynamik über Gerassi, Gittens. Auch die finde ich geil. Wir haben da das, den Konter im Blick. Gerade wenn man nicht im Ballbesitz ist, da dann irgendwie zuzugreifen und dann schnell eine Umschaltbewegung zu sorgen. Und Dribblingsrote Zone, auch das Kernelement von Jamie Gittens, den sehe ich hier gerade auch im Ex-Duell der Borussen gegen Guerrero. Das wird eine heiße Schlacht da auf der linken Seite, respektive Bayern rechts. Und BVB ist battle-tested, auch das hatten wir, SGE 2-0, RB hat man 2-1 geschlagen und auch jetzt die Freiburger. Ich nehme sie trotzdem mal rein als Top-Team, auch wenn sie gegen die Top-Teams nicht wirklich gut aussehen, da sogar 4-0. So, was spricht für die Bayern? Ja, die Bayern sind wettbewerbsübergreifend, verbuchen sie gerade 7 Siege, allesamt zu 0. Also das ist ein unfassbarer Stat, deswegen hier Momentum über allem. Dann haben wir die 1-zu-1-Duelle, auch da finde ich, dass die Qualität der Bayern, die Einzelqualität der Spieler nochmal höher ist als die der Dortmunder. Von daher würde ich sagen, die Bayern müssen sich hier 1-zu-1-Duelle suchen und können darüber dann schnell über den Erfolg kommen. So, und dann habe ich Fehler provozieren. Auch da sehen die Dortmunder nicht gut aus. Zweitmeisten Fehler der ganzen der Bundesliga. Das ist auch ein heftiger Wert. Was da den Dortmundern zugutekommt, dass Emre Can fehlt. Der hat nämlich die meisten begangen. Der Dortmunder, ja, aber 9 Fehler in 11 Spielen. Das ist viel zu viel und das ist fast einer im Schnitt. Und wenn die Bayern einen Fehler da bekommen, dann heißt es vielleicht schon für den Dortmund Game over. So, ich bin mal intern gegangen. Ich habe hier einen Mann bekommen, eine Stimme. Ich habe ein paar mehr gefragt, aber einer hat sich gemeldet aus unserer BVB-VA-Gruppe. Das ist Ali. Grüße ich hier mal ganz lieb, Ali. Lieben Gruß an dich. Und der hat hier mal ein Statement abgeliefert. Und der sagt auf jeden Fall auch schon mal Heimspielfaktor für den BVB. Bayern mit einem toughen Programm gerade. Auch das finde ich richtig gut. Kräftezehrendes Spiel gestern gegen Paris. Und den Pokalhit gegen Leverkusen. Auch den müssen sie schon im Blick haben. Das heißt, die müssen sich ja richtig straffen. Die müssen ja wirklich sich maximal fokussieren und so auch zu Werke gehen. Das ist ein guter Zeitpunkt für die Dortmunder. Dann auch der Can-Ausfall, den bewertet hier Ali auch als positiv. Hat die drittmeisten Fehler begangen. Von daher, das ist hier vielleicht ein ganz guter Ausfall für die Dortmunder. Und er sagt hier, Ali mit Sahnetag gibt er hier mal das 1-zu-1 aus für die Dortmunder. So, und dann gibt es eine zweite Stimme. Ich habe Hubi noch ans Mikro bekommen. Ich habe nochmal eine Stimme von ihm, von unserem LE Data Analyst. Und er sagt, Dortmund zu Hause ist vielleicht gar nicht so eindeutig, aber er sagt, gerade über Dominanz und Chancen ist Bayern
dann doch stärker und das Nonplusultra. Und deswegen geht er hier von dem eindeutigen Bayern-Sieg aus. Game Changer, Olise, Musiala und Kane. So ihr Lieben, Montag hatten wir die Spieler unter dem Radar. Schaut da gerne mal rein und macht euch mal das Team voll mit ein paar heißen Sleepern für den nächsten Spieltag. Und schreibt mir gerne mal euren Tipp hier rein. Das würde mich doch interessieren. Was denkt ihr denn, wie das Spiel ausgeht? Dortmund gegen Bayern. Und damit bin ich raus. Wünsche euch noch einen schicken Mittwoch. Tschüss.